die Freie und Hansestadt Hamburg. Eine Stadt, die in vielfältiger Weise von ihren Flüssen geprägt wurde. Die kulturelle Vielfalt und der Reichtum der Hansestadt wären ohne ihre Flüsse nicht denkbar gewesen. Von der unscheinbaren Alsterquelle bis zur 8 Kilometer breiten Mündung der Elbe in die Nordsee wird die größte Nicht-Hauptstadt Europas in diesem Film ganz natürlich und hautnah porträtiert. Als kleines Rinnsal entspringt die Alster im kleinen Örtchen Hennstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg. Innerhalb der Hamburger Grenzen ist nichts mehr vom Beek, so nennen die Neudeutschen ihre Bäche, zu erkennen. Genährt über viele Auen findet man die Alster stattdessen bereits als Fluss vor, der sich durch das Alstertal windet. Das grüne Tal wurde in der letzten Eiszeit durch die sich bewegenden Eisplatten und das darunterliegende Geröll geformt. An sonnigen Tagen tummeln sich hier in idyllischer Stille zahlreiche Kanufahrer und Spaziergänger im Flusstal. Ein bisschen weiter stadteinwärts wurde der Fluss begradigt und kanalisiert, um den Transport von Gütern bis hin zur Elbe zu ermöglichen. Von ihrem Charme hat die Alster dadurch trotzdem nichts verloren. Von der Alster gelangt man mit den typischen Dampfern zum Alstersee. Bis vor wenigen Jahrzehnten standen die Alsterdampfer dem öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung. Heutzutage fahren sie für Touristen kleine Kreuzfahrten. Der charakteristische Alstersee sah nicht immer so aus wie heute. 1190 wurde ein Damm errichtet, um den Fluss aufzustauen und damit eine Kornmühle zu betreiben. Durch die Wallanlagen wurde die Alster 426 Jahre später in die Binnen- und Außenalster geteilt. Heute bietet die Außenalster eine beliebte Laufstrecke und die Segelboote sind gar nicht wegzudenken. Zahlreiche Cafés und Bars gehören dazu wie das Wattenmeer zur Nordsee. Da versackt man auch gerne beim Spaziergang im Grünen am See mitten in der Stadt. Beim Abfließen aus der Binnenalster in die Kleine Alster passiert das Wasser den Jungfernstieg und unterquert die Resedammbrücke. Der berühmte Jungfernstieg verdankt seinen Namen einem ausgestorbenen bürgerlichen Ritus. Denn früher führten Familien hier ihre unverheirateten Töchter, die Jungfern spazieren, damit sie weltliche Männer kennenlernen konnten. Praktisch das Datingportal von damals. Neben der kleinen Alster befindet sich das Hamburger Rathaus. Obwohl es aus der Renaissance zu stammen scheint, wurde das Rathaus zwischen 1886 und 1897 erbaut.
Sein Vorgänger fiel dem Hamburger Brand von 1842 zum Opfer, da es zur Eindämmung der sich ausbreitenden Flammen gesprengt wurde. Das Inferno zerstörte ein Viertel der damaligen Stadt. Anstatt Hamburg wieder im alten Stil aufzubauen, sahen die Stadtplaner in den Trümmern eine Gelegenheit. So wurde die Innenstadt umfassend neu gestaltet und die Infrastruktur modernisiert. Die ungewöhnlich breiten Straßen mitten im Stadtkern und das prächtige Rathaus sind das Erbe des großen Hamburger Brandes. Der Phönix in der Fassade des Rathauses erinnert an die Katastrophe. Denn wie der Phönix aus der Asche ist Hamburg aus den Trümmern wieder auferstanden. Zwischen den Fenstern sind 20 Königs- und Kaiserfiguren zu erkennen, wie zum Beispiel Karl der Große, der als Gründer der Stadt vermutet wird. Übergeordnet erkennt man Darstellungen der vier bürgerlichen Tugenden: Tapferkeit, Frömmigkeit, Klugheit und Eintracht. Ein Symbol für die Freiheit der Hansestadt gegenüber der Krone. Hamburg, die Stadt der Handwerker und Kaufleute. Nicht umsonst wurde beteiligten Handwerkern am Rathaus eine Büste im Eingangsbereich gewidmet. Ein besonders schöner Park befindet sich am Rande des Stadtkerns. Planten und Blumen. Sein Verlauf folgt der im 19. Jahrhundert abgetragenen Wallanlage. Als Verteidigungsmaßnahme wurde ein Graben angelegt, der mit dem Wasser aus der Alster gespeist wurde. Der mächtigen Anlage war es zu verdanken, dass Hamburg während des Dreißigjährigen Krieges und der dänischen Belagerung von 1686 uneingenommen blieb. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, wie die Reste des alten Wallgrams in die Parkanlagen einbezogen wurden. Weiter stromabwärts fließt die Alster an der St. Michaeliskirche vorbei oder wie die Hamburger ihr Wahrzeichen liebevoll nennen, dem Michel. Der Turm ist 132 Meter hoch und bietet einen hervorragenden Blick über die Hansestadt. Mit seinem einzigartigen Aussehen bot er Schiffen eine markante Landmarke bei der Einfahrt in den Hafen. Die Backsteinfassade einer so großen und wichtigen Kirche mag für Fremde seltsam erscheinen, ist für die Hamburger Architektur aber charakteristisch. Nicht weniger eindrucksvoll sieht die Kirche von innen aus. Licht durchströmt, freundlich, sowie edel als auch bodenständig. Schließlich fließt die Alster in die Elbe und den Hamburger Hafen ab. Ursprünglich lag der Hamburger Hafen klein und unscheinbar an der Bille. Erst später wurde dieser an die Alster und dann an die Elbe verlegt. Die offizielle Gründung des Hafens am 7. Mai 1189 geht auf einen Brief von Kaiser Barbarossa zurück. Dieser gewährte Hamburg Zollfreiheit vom Meer bis in die Stadt sowie Fischereirechte auf der Elbe. Heute besteht die Vermutung, dass der Brief eine Fälschung gewesen sein könnte, um die wenige Jahre später an Stade ausgestellten Sonderrechte zu umgehen und damit die ökonomische Vorherrschaft auf der Elbe auszubauen. 1482 erhielt dann auch Hamburg die Sonderrechte auf der Elbe und durfte segelnde Kaufleute dazu zwingen, in Hamburg an der Norderelbe ihre Ware günstig, aber mit hohen Zöllen anzubieten. Aufstrebende Städte, die hinter Hamburg oder an der Süderelbe lagen, blieben nur noch die Reste oder überteuerte Waren. Ein Nachteil für diese stand fest, die Süderelbe sei der Hauptstrom gewesen, der nicht allein von Hamburg kontrolliert werden sollte.
deswegen ließ Hamburg eine Karte der Elbe anfertigen, auf der die Süderelbe kleiner als die Norderelbe dargestellt wurde. Vor Gericht reichte dies. Hamburg behielt seine Privilegien und konnte weiter aufstreben. Mit der Reichsgründung 1871 wurde Hamburg inmitten der Industrialisierung zum Bundesstaat des Deutschen Reiches. Um den rasant wachsenden Handel im Hafen nicht durch Zölle zu belasten, wurde der Freihafen geschaffen, der nicht dem deutschen Zollgebiet angehörte. Um die Aufnahme der Stadt in den deutschen Zollverein zu ermöglichen, wurde somit der Bau der Speicherstadt zwischen Hamburg und dem Deutschen Reich vereinbart. Über die Elbkanäle wurden Güter wie Kaffee, Tee und Gewürze an die Speicher geschippert und über Seilzüge auf die Böden verteilt. Nach der Veredelung wurden die Waren auf der zollinländischen Straßenseite verladen und deutschlandweit ausgeliefert. Die Schattenseite des Projekts ergab sich bei der Umsetzung. Zahlreiche Wohnhäuser auf den Elbinseln wurden abgerissen und 20.000 Einwohner nach Barmbek und Hammerbrook zwangsumgesiedelt. Binnen weniger Jahre war das Hafengebiet der stadtnahen Elbinseln mit der Speicherstadt belegt, weshalb sich die weitere Entwicklung verstärkt auf den weiter entfernten Elbinseln fortsetzte. Mehr und mehr Hafen- und Werftarbeiter mussten auf die Elbinseln gelangen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden dazu noch die St. Pauli-Landungsbrücken als An- und Ablegestelle für die Hafenbarkassen genutzt. Mit der Eröffnung des St. Pauli-Elbtunnels 1911 sollte dem wachsenden Verkehrsaufkommen auf der Elbe entgegengewirkt werden. Europas erster Unterwassertunnel führt in einer Tiefe von 21 Metern unterm Wasserspiegel und über eine Strecke von 450 Metern auf die andere Seite der Norderelbe nach Steinwerder. Die historischen Fahrstühle konnten bis zu 9000 Personen pro Stunde transportieren. Damit bot der Tunnel den Hafen- und Werftarbeitern einen schnellen, unkomplizierten und witterungsunabhängigen Weg zu ihren Arbeitsplätzen. Aufgrund politischer Unruhen und sozialer Missstände gab es in Europa eine massive Auswanderungswelle. Von überall kamen die Leute nach Hamburg, um in die neue Welt zu migrieren. Hamburg, das Tor zur Welt. Häufig lebten die Auswanderer in den vernachlässigten, überbevölkerten und sanitär unterversorgten Gängevierteln. 1892 brach jedoch eine verheerende Cholera-Epidemie in diesen Stadtgebieten aus. 8.605 Menschen fielen der Seuche zum Opfer. Man vermutete einen Zusammenhang mit den Auswanderern und brachte diese fortan in den Auswanderungshallen auf der Veddel unter. Im Hof des Rathauses steht eine große weibliche Bronzefigur, die an die Opfer der letzten Cholera-Epidemie der deutschen Geschichte erinnern soll. Sie stellt die Hygia dar, die Göttin der Reinheit und ein Symbol für Gesundheit.
Mit der Einführung des schnelleren Containerhandels verlor die Speicherstadt gänzlich an Bedeutung. Somit wurde ein Teil des Freihafens entbehrlich und wich dem größten Stadtentwicklungsprojekt Europas, der HafenCity. Das Gelände der ehemaligen Elbinsel Grasbrook diente früher als Richtplatz, unter anderem für den ebenso legendären wie mythisierten Piraten Klaus Störtebeker. Heute befindet sich hier einer der modernsten Stadtteile Deutschlands, in dem auch das neue Hamburger Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, steht. Die Fassade der Basis stammt in Anlehnung an die Architektur der Speicherstadt vom ehemaligen Kaiserspeicher A. Oberhalb davon besteht die Fassade aus 595 individuell gekrümmten Glaselementen, die eine einprägsame Form ähnlich eines Segels oder einer Welle bilden. Jedes der Glaselemente wiegt ca. 1,5 Tonnen und kostete etwa 72.000 Euro. Auch wenn die Kostenexplosion während des Baus zu kontroversen Diskussionen in Hamburg und der gesamten Bundesrepublik führte, wurde das Gebäude nach seiner Fertigstellung mit Stolz in die Herzen vieler Hanseaten aufgenommen. Wie eine Königin thront das 110 Meter große Konzerthaus im Hafen und begrüßt Schiffe aus aller Welt. Frag Hamburger Jungs und Derns etwas über den Hafen. Früher oder später wird das Wort Reeperbahn fallen. Namensgebend für die wohl berüchtigste Straße Deutschlands ist das Handwerk der Rebschläger, die früher auf langen Bahnen Taue für die Schiffe gefertigt haben. Diese lagen außerhalb der Stadtmauern zwischen Hamburg und Altona. Menschen und Gewerbe, die in beiden Städten nicht willkommen waren, konnten sich dort ansiedeln und waren dennoch in das Stadtleben eingebunden. Bekannt wurde die Gegend um die Reeperbahn für ihr Nachtleben. Das bürgerliche Restaurant neben dem verruchten Gasthaus, das elegante Nachtlokal neben dem vulgären Stripschuppen. Eine bunt gemischte Straße voller Gegensätze und Eintracht. Egal ob reich oder arm, schwarz oder weiß. Zurück an der Elbe geht es weiter Richtung Nordsee an Blankenese vorbei. Das ehemalige Fischerdorf mit dem Treppenviertel zeigt sich heute als idyllisches Ausflugsziel und paradiesischen Wohnort. Bei gutem Wetter kann man hier gemütlich einen Kaffee trinken und hat einen traumhaften Blick auf ein- und auslaufende Containerschiffe. Nach ca. 100 Kilometern mündet die Elbe schließlich in die Nordsee. Dort, im Watt, liegen drei Vogelschutzinseln, die zu Hamburg gehören. Niegehörn, Scharhörn und Neuwerk. Die Stadt hatte auf der größten der drei Inseln, Neuwerk, den Grund für den Bau eines mächtigen Wehrturms erworben und diesen zwischen 1300 und 1310 errichtet. Als vorgeschobene Bastion der Stadt Hamburg warnte und schützte er vor Seeräubern,
ab 1644 diente der Turm als Seezeichen und signalisierte Schiffen die bevorstehende gefährliche Einfahrt in die Elbe. Er ist das älteste noch stehende Gebäude der Hansestadt. Im Frühjahr und Herbst spielt sich hier ein besonders eindrucksvolles Naturschauspiel ab, wenn Zehntausende Zugvögel auf ihrer Durchreise durch Hamburg sind.